Bum, ba, bu, ba, ba, bum, ba, bum, bum, ba, bu, ba, ba, bum. Ja, hallo und willkommen zurück zu Yoshi's Woolly World, Part Nummer 34. Ja, im letzten Part hatten wir flauschige Lawinen über uns und unter uns, gell? Wir waren richtig eingeflauscht. Und heute machen wir direkt hier weiter mit Welt 5, 6 und ja, gucken wir mal, was drin ist. Nicht den Faden verlieren. Ja, okay. Das sollte man natürlich nie machen, aber das ist natürlich genau das, was ich öfters mal schaffe, den Faden verlieren, besonders wenn ich irgendwas erzählen möchte und dann durch Spielen abgelenkt werde oder halt mich selbst durch irgendwas anderes ablenke, weil ich halt zwei Sachen gleichzeitig sagen möchte. Man weiß es ja, gell? Aber mal gucken, was es hier wieder gibt, weil ihr wisst ja, ich freue mich auf jedes Level mit den neuen Ideen und Co. Ah, okay. Die Musik. Bisschen chillig. Ah, okay, verstehe, verstehe, verstehe. Ja gut, die Musik ist sehr chillig und wir sehen wohl, dass wir wohl wieder auf die andere Seite kommen. Ah, okay. Alles klar, okay, verstehe. Ja, die Musik ist wirklich so, ja, flötenmäßig, sag ich mal. Achtung. Also es ist auch quasi so ein kleines Puzzle in dem Sinne. Oder oben ist auch nur eine Röhre. Interessanterweise. Ja, das ist wirklich, man könnte es eigentlich mehr so wie so ein Puppenhaus sich vorstellen, oder? Nur, dass die halt jetzt wirklich, ja, erstmal gucken muss, wo man halt hingeht. A und B, gell? Aber ich denke mal, dass man halt dann wirklich, ja, dass man halt dann sieht, ob man links, rechts, oben oder unten hin muss, gell? Also wird es halt wirklich wie so ein kleines Labyrinth sein. Aber mit der passenden Musik ist natürlich dann doppelt chillig und dann haben wir natürlich auch keine großartigen Probleme, sage ich mal. So, wie komme ich da unten hin? Ist ja jetzt auch die Sache, wenn ich jetzt da hochspringe, komme ich nochmal zurück. Das ist immer die Frage. Da zeigt auf jeden Fall die nach links, also der Pfeil nach links. Also müsste man eigentlich trotzdem noch dahin kommen. Okay. Oh. Okay. Wir sind wieder am Anfang. Okay. Ich muss natürlich erstmal gucken, wo wir genau hin müssen. Ich frage mich, ob da was unten was wäre, aber ich traue mich nicht. So, gucken wir erstmal ganz genau hier. Es gibt ja nicht so viele Wege in dem Sinne. Dann habe ich vielleicht da jetzt was in der Mitte was vergessen. Ich finde es vor allem schön, wenn ich jetzt hier reingehe, dass die Kamera so nah dran geht. Dass man auch so das Flauschige sieht. Also ich könnte mir. Also ich frage mich sowieso, wie man jetzt hier an die Blume jetzt speziell kommt. Weil wir haben ja nichts, wo wir das wegsnacken können. Und hier unten sehen wir ja. Da müssen wir da nach oben und halt zumindest mal die rechte. Ach so. Okay, ich sehe es jetzt schon. Ich sehe schon. Seht ihr mal den ganzen Rahmen um Yoshi rum? Der ist heller als der ganze andere Raum und da wird sich wohl das komplett ablösen und dann kann man hinten zur Blume kommen. Ja gut, aber ist ja jetzt nicht nur die Frage, wie komme ich überhaupt runter? Muss ich da jetzt vielleicht doch nach unten? Mit dem Faden vielleicht? Weil seht ihr, das scrollt so leicht so ein bisschen runter. Wartet mal, ich muss noch was ausprobieren. Ich meine, wir sind eh am Anfang. Wir haben hier nichts erreicht bisher. Was ist, wenn ich jetzt hier stehen bleibe? Ah, okay, alles klar. Also man muss das auch so ein bisschen wie ein Lift benutzen. Okay, alles klar. Aber ich frage mich noch kurz. Das war natürlich ganz schlau. Eine andere Sache, ob vielleicht auf der anderen Seite noch was wäre, aber ja gut. Wir kommen eh nochmal dahin. Okay. Dann müssen wir halt links und rechts dann nochmal nach unten gehen und dann gucken. Aber dann macht das auch natürlich Sinn, weil sonst, ja, hätte ich mich ja stark gewundert. Wenn da nichts wäre. So, und jetzt macht es Sinn. Alles klar. Und jetzt könnte ich natürlich hier durch und da oben rein und pipapo, gell? Aber wir wollen ja nochmal in den Anfang zurück. Wobei, nee, es macht Sinn, dass ich da oben hingehe, gell? Weil es ja leichter ist, wieder hochzukommen. Ja. So. Also, wie gesagt, ist so eine Mischung aus Puzzle und hier, Oh, da ist ja auch noch eine Wolke, okay. Ah, okay. Ja, so hätte man es vielleicht gemerkt. Ja, aber auch nur, wenn man. Und unten links scheint dann wohl nichts zu sein, denke ich mal. Okay. Immerhin gleich das erste gefunden. Das passt.
So, und jetzt können wir hier rein und können uns die Blume holen. Natürlich oben auf die Kleinen da aufpassen. Wobei, da oben ist auch noch was bei denen. Hier, sehe ich gerade. Na. Ah, okay. Also ist es vielleicht sogar gewollt gewesen, dass wir so hier rumlaufen, damit wir... Ja, damit wir auch weiterkommen. Na, okay. Das ist eine interessante Sache, weil hier, das zeigt ja jetzt nach links. Und rechts, da waren wir schon und wir müssen irgendwie nach oben kommen. Und oben ist ja auch noch ein Pfeil, seht ihr das? Deswegen frage ich mich jetzt gerade, ob ich jetzt schon richtig laufe oder ob ich jetzt schon wieder irgendwas vorweggenommen habe. Aber gut, solange es nur solche Türen sind, wo man hin und her kann, ist es ja eigentlich nicht so schlimm. Ah, alles klar. Also man muss ja auch schon ein bisschen warten, dass halt, dass man sieht, dass sowas auftaucht, okay. Na, das war nicht schlau, aber gut. Wir kriegen zumindest noch eine zweite Chance. Aber das hat auch wieder so die interessante Sache. Ist an sich Scrolling. Oh. Oh. Hä? Wie hast du das denn gemacht? Da stand eben plötzlich ganz oben drauf. Okay. Also hier können wir uns auf jeden Fall sehr lange umgucken. Das wird vermutlich auch eine etwas längere Folge. Weil ich halt wirklich natürlich gucken möchte, dass ich... Na, okay. Erstmal hier lang. Und dann kommen wir da nochmal nach unten. Okay, alles klar. Okay. So, hier nochmal kurz warten. Achso, und das der. Ja, gut, das sehe ich gerade. Die kommen aus der Röhre raus. Oh, gut. Die Röhre ist ja auch generell kleiner als normale Röhren. Hätte mir eigentlich auch mal auffallen müssen. Aber es ist ein gemütliches Level. Also nicht irgendwie großartig, wo man jetzt irgendwie Stress hätte oder sowas. Ach, nur das sind Stacheln. Das ist nie gut. So, das Einzige, was halt wirklich schief gehen könnte, ist, wenn ich halt... Oh, wie sich das Ding hier bewegt. Dass man hier vielleicht wieder irgendwas verpassen könnte. Im Sinne von versteckten Wolken. Das ist sogar sehr leicht der Fall, gell? Ach so, okay. Aber jetzt frage ich mich noch kurz, ganz kurz eine Sache. Kommt da noch einer wieder? Ja, ihr guckt schon. ich glaube, ich hätte mich da beeilen sollen und dann da drauf kommen, gell? Weil ich ging halt davon aus, dass man vielleicht irgendwie unten noch rum kann, irgendwas machen. Aber, ja, nee. Ich muss nochmal nach oben. So. Das ist halt immer auch der Gedanke, wenn man halt sich ein bisschen Zeit lassen möchte und dann halt im Endeffekt feststellt, dass man eigentlich sich hätte beeilen müssen. Aber ist ja im Endeffekt auch nicht so wild. Solange man sich halt nicht nur selber verwirrt, wo es halt lang geht in dem Sinne. So. Ja, so wie zum Thema, gell? Ich muss in die Mitte und nach oben. So rum war es. Genau. So. Und dann geht's... Ja komm, wir speichern mal. Ich denke mal, dass der Speichern eigentlich... dafür eher gedacht ist, dass wenn man halt hier von oben wieder runterfällt und alles andere dann bisher gemacht hat. Aber jetzt wissen wir ja, dass wir halt mit dem hier dann nach links müssen. Und über die Stacheln rüber, dass es dann weitergeht. Und das hatte man halt auch noch nicht in einem anderen Level. Und das ist halt immer der Gedanke, man hat in jedem Level irgendwas Neues. Ich hätte zum Beispiel auch kein Problem damit gehabt, wenn wir zum Beispiel nochmal so ein Level wie mit dem Kettenhund hätten, wo man halt die Kettenhunde dann einpacken muss. Das hätten wir dann zum dritten Mal, weil das hat mir gefallen. Also so Puzzle-Angelegenheit mit dem Kettenhund. Und sowas vergisst man aber auch gleichzeitig auch wieder sehr leicht, wenn man halt, ja. Achtung. Da unten würde ich aber auch gerne rein, bin ich ganz ehrlich. Okay. Ist sogar so gewollt. Ist hier oben noch irgendwas? Nee. Na, kleiner Scheigei. Und hier geht's dann wohl wieder ganz gemütlich zurück. Okay, das war nur fast offensichtlich. Ah, okay, verstehe. Und dann, so würde man normalerweise jetzt den Checkpoint aktivieren und dass man dann da hinten jetzt dann weitergeht.
Okay, oder können wir halt hier wieder zurück, wenn man was verpasst hat. Ja gut, dann hoffen wir mal, dass wir nichts verpasst haben. Und gehen wieder ein Stückchen weiter. Es gibt jetzt auf jeden Fall ziemlich viele Möglichkeiten, hier seinen Wollknäuel-Vorrat aufzufüllen. Das ist, glaube ich, schon der dritte oder vierte. Okay, zwei Sprünge. Na, gehen wir mal nach links. Ich glaube, das kommt eher auf selber raus. Ja. Und hier geht es dann nach oben. Okay, aber erstmal schön gemütlich links und rechts gucken. Na du, aufhören. Na, ich treffe nicht. So. War ein bisschen zu tief von der Wand her. Ja, jetzt gibt es natürlich wieder mehrere Wege. Das ist natürlich auch wieder der Gedanke. Links, rechts, hoch. Aber solange es halt normale Türen sind, ihr wisst ja, da hat man keine Sorgen, dass man halt irgendwas verpassen könnte. Also gehen wir da hoch. Gucken wir erstmal hier. Okay, hier zeigt ein Pfeil weiter. Also sollte ich, glaube ich, erst wieder ein Stückchen zurückgehen. Einmal. Ja gut, ich gehe nochmal kurz zurück, weil ich jedes Mal, wenn ich Pfeile sehe, denke ich mir nur, ja, da sollte ich vielleicht noch nicht lang, in dem Sinne. Gehen wir erstmal nach rechts. Ja, seht ihr? Wobei, es heißt ja, dass man dann wohl nach links geht und dann nach rechts wieder weitergeht. Dass wir dann wieder irgendwie irgendwo was finden müssen. Um halt, ja, einen weiteren Weg zu bauen. Na? Ich mag das ja irgendwie so ein bisschen hier mit den... mit dem Aufbau hier. Achtung. Okay, hier geht's nicht lang, aber okay, hier wurde was... Jetzt hör doch mal auf da. Warte mal, ich muss den erstmal kaputt machen hier, denn der nervt mich ein bisschen. Na? Bisschen Timing, dann passt das schon. So, alles klar. Wobei es eigentlich eher danach aussieht, ob man da von rechts nach links gehen sollte, anstatt andersrum. Okay, ich habe echt das Gefühl, dass ich hier jetzt wieder zu früh bin. Ja. Also ist es sozusagen wie ein riesiges und mir fehlt schon irgendwo ein Wollknäuel. Ich bin hin und her gerissen. Bin ich ganz ehrlich. Aber wenn ich jetzt da oben lang gehe, dann ist es ja wieder ein anderer Weg. Eieiei. Achtung. Nicht zu häkeln lassen in dem Sinne. Na, hört ihr auf. Nein. Bisschen zu früh rüber. Okay. Okay, es gibt zu viele Wege gerade. Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. Links, rechts, oben, unten. Ich merke gerade, dass vielleicht die... wie heißt, dass ich die Knöpfe nicht gleich hätte abschießen sollen, weil sonst kommt man ja nicht hier oben hin. Na, her damit. Alles klar. Wobei man kann ja auch im schlimmsten Fall hier mit Wolle nach oben werfen, so ist es nicht. Aber warum nicht nutzen, wenn es die Möglichkeit gibt? So, weg mit dir. Und eine Blume. Und das ist die letzte. Okay, wir sind ja schon viel zu weit oben. Okay, noch mal ein Stückchen runter. Dann gehen wir doch mal vielleicht mal erstmal da lang. Oder wir gehen erstmal unten. Ja, wir gehen erstmal unten nach links. Nein! Oh, ich depp. Ich hätte vielleicht mal gucken sollen, wo ich da runterspringe. Oh, ja. Natürlich alles, was man halt eingesammelt hat, ist natürlich nicht gespeichert. Oh. Und jetzt seht schon, was ich meine mit dem hier Checkpoint-Speichern, gell? Wir müssen selbst das nochmal neu machen. Ach ja, aber gut, zumindest wissen wir jetzt, wo die ein oder anderen Sachen versteckt sind. Ja, selber schuld. Aber das ist auch jetzt gefährlich an den Stacheln, weil die One-Hits sind. Hm.
Vor allem jetzt auch noch überprüfen, was man alles verpasst hat. Ich hätte den anderen Checkpoint nochmal aktivieren sollen vorher. Auch wenn man den dann auch hinterher hätte holen müssen. So, erstmal gucken, was hat man verpasst und was nicht. Okay, hier war ich schon. Die Blumen hatten wir schon. Okay, ja, stimmt. Ja, das ist ein langes Level. Besonders wenn man halt am Suchen ist, klar. Das Einzige, was halt jetzt nur ein bisschen nervig sein wird, ist nochmal überprüfen, wo halt überall die Münzen waren, weil die merke ich mir eigentlich am wenigsten. In den meisten Fällen. So, da geht's hier hoch und dann geht's natürlich direkt links weiter. Na, wo ist denn mein kleines, ja. Meine Schnur. Aber es macht natürlich echt Sinn mit dem Namen, nicht den Faden verlieren. So, alles klar. Wobei ich mich ja frage, ob ich halt hier, wenn ich jetzt nach unten falle, ob das Ganze halt was Optionales ist oder ob mir dann wieder nur an den Anfang zurückfallen. So. Vor allem, das muss man ja finden, damit man überhaupt erstmal links hochkommt. Das kommt ja auch noch dazu. So. Und ich werde es wohl jetzt dann doch so machen, dass wenn ich halt oben angekommen bin, dass ich den Checkpoint dann auch aktiviere. Dass wir dann zumindest das hier nicht nochmal machen müssen, aber ja. War ja auch, wie gesagt, meine Schuld mit dem. Oh. Das war aber vorher nicht da, oder? Aha. Und ist hier noch was? Aha. Aber das, wie gesagt, das hat. Das, als ich da vorhin hochgesprungen bin, war das nicht da, gell? Vor allem wie gemein. Da muss man ja das nochmal machen, damit man halt hinkommt. Das war genug das Wolken, was uns gefehlt hat. Alles klar. So, hoch da. Okay. Dann war es ja vielleicht sogar ganz gut, dass ich Game Over gegangen bin. Dann haben wir ja jetzt hier das fehlende Wollknäuel gefunden. So, dann gehe ich hier nochmal nach oben, genau. Oder erstmal nach links. Wir gehen erstmal nach links. Achtung, gemeiner Gegner. Hat sich gerade selbst gekillt? Hä? Der schießt irgendwie. Ja, keine Ahnung. Der hat eben so geschossen, als dass der Knopf gleich kaputt gegangen ist. So, alles klar. Na du? Natürlich praktisch, dass man die auch so leicht als Plattform nehmen kann. Eine Blume. Schön, Nummer 3. Also hier geht es natürlich dann doch mehr oder minder lang, sage ich mal. Gerade wegen der Reihenfolge der Blumen. Und dann würde man hier wieder rauskommen. Okay, alles klar. Dann haben wir uns ja das dann gespart. Ich weiß nicht, echt die Frage ist, ich da. Ah! Ich komme da hoch, indem ich. Knopf, kommst du mit? Ich sehe noch den Schatten. Nein! Ich wollte eigentlich jetzt schon ganz gerne den Knopf dafür verwenden, dass ich dann nach oben komme. Aber wenn hier jetzt immer wieder das Ding hier auftaucht und dann es kaputt macht, dann. Ja, nee, das wird so nix. Kann ich vielleicht. Reicht das? Nee. Wie komme ich denn da hoch? Ich schätze mal, ich komme da nur hoch, indem ich. Ja, indem ich halt mich von oben wieder runterfallen lasse. Na. Die Frage ist nur, will ich mich runterfallen lassen? Das ist immer so der Gedanke dabei. So, haben wir die hier. Ich meine, wenn man sich auch merkt, wo die Perlen sind, zum Beispiel hier sind sie ja die Orangenen, ja die Stempel,
dann ist es ja auch alles kein Problem. Es ist halt nur der Gedanke bei mir, der Sammeltrieb, sage ich mal, dass man dann trotzdem alles einsammelt. So, da fehlt noch die eine Blume. Gut, dann gehen wir nochmal nach unten. Wir gehen dann von unten nach oben, von hier aus. Weil da haben wir ja auch nicht nachgeguckt. Da rechts war ja was. So. Hier natürlich schön nach links und rechts laufen, weil da kann ja überall was sein. Seht ihr? Okay. Hier ist ja überall was. Also hier ist echt Marathon, was versteckte Wolken angeht. So, alles klar. Was? Och nein! Also okay, doch, ist okay. Wir können ja nochmal nach unten. Ich hatte schon fast wieder Panik hier. Verpasst im Sinne von, gell? Passt schon. Okay, aber es macht Sinn. Dass man dann vielleicht auch von oben, man hätte ja von hier aus die schlucken können. Und hier fehlt auch wieder ein Wollknäuel. Hier bei dem Spiel, bei dem Level ist es natürlich schwierig zu entscheiden, ob oben, unten, links oder rechts, gell? Wo man was übersehen hat. Aber dadurch, dass jetzt hier auch die letzte Ding war, also muss ich jetzt vermutlich nochmal nach unten. Ach, Dunkelhaut, da runterfallen, nicht wieder aus Versehen. Ah, hier haben wir ja auch noch was. Stimmt ja. Ja, stimmt, von da aus müssen wir ja auch nochmal rauskommen hier. Und da links ist auch noch was. Muss dann gleich nochmal gucken. So, immerhin fehlt uns nur noch eine, ein Miiverse-Stempel, Miiverse-Sticker. Und ich glaube sogar zu wissen, wo der versteckt ist. Hier war das, wo ich runtergesprungen bin mit den Stacheln, genau. Ah, okay, ich verstehe. Ich weiß es. Wenn es jetzt noch kommt, dann wäre es natürlich doppelt schön. Und zwar das über mir, was gleich nochmal hoffentlich auftaucht, ja. Einfach hier drauf stehen bleiben und nach links gehen. Genau, und da oben wird dann vermutlich auch noch das letzte... Ja, alles klar. So macht es natürlich Sinn. Sehr schön. Achtung. Wie langsam die fallen. Aber gut, ist natürlich auch Absicht, dass die eigentlich gleich auf den Kopf fallen, wenn man die befreit. Na, dann halt nicht. Ja, damit. Und da haben wir die Blume. Okay, dann fehlt jetzt nur noch das eine Wollknäuel, wo auch immer das versteckt ist. Was natürlich sehr schade wäre, wenn ich es nicht finde, weil das wäre das Erste, was uns fehlt. Und hier wird man wieder rauskommen, ja. Mal überlegen, wo könnte das versteckt gewesen sein? Ich meine, gut, ich könnte jetzt auch das Level beenden und auch hinterher nochmal reingehen. So ist es ja nicht, weil viel hat man ja nicht, was man jetzt noch großartig machen muss. Ich meine, ansonsten hätten wir ja alles. Aber es wäre halt trotzdem schade. Ja, nun. Ja, kommt, wir machen es so. Dass ich halt das dann wieder mache, wenn hier die Möglichkeit besteht, genug Zeit zu haben, um halt ein weiteres Level zu spielen. Weil ihr seht ja selbst. Sehr lange Folge und eigentlich doch relativ gut umgeguckt, aber vermutlich dann genau wieder die Kleinigkeit nicht gesehen. Und hier geht's direkt zum Ziel. Okay, alles klar. Ja. Wie gesagt, immerhin haben wir alles andere gefunden. Das ist ja dann die Hauptsache, also gerade was die Sticker, die Miiverse-Sticker angeht, die sind ja immer so eine Sache für sich. Aber ich möchte natürlich dann halt noch das Wollknäuel haben, wenn halt genug Zeit da ist nach einem anderen Level, sage ich mal. Und dann kann man sich ja einfach nur daran orientieren, wo halt jetzt das letzte Wollknäuel war und das vorletzte, oder das, eher gesagt das dritte, mittlere. Und dass man dann irgendwo zwischen dem Abschnitt dann guckt. So, neues Level, neues Glück. Sieht auch wieder relativ simpel aus, aber okay. Wie so ein Mini-Eisberg oder ein Iglu ohne Tür.
Und dann, ja, dann hoffe ich, hat der Part wieder gefallen. Ich bedanke mich dann wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Gerne abonnieren, falls ihr mehr von Yoshi's Woolly World sehen wollt oder von meinen anderen Let's Plays. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao, ciao.